Hallo, ein Logo im Video anzeigen lassen. Mit FFmpeg und dem Videofilter Overlay ist man in der Lage, ein Logo ins Video zu zaubern. Ich bin im Verzeichnis Videos und habe hier zwei Dateien. Zum einen die Datei a.ogv, das ist die Input-Videodatei. Das Video ist 1280x720 Pixel groß. Und zum anderen habe ich hier die Bilddatei logo.png. Das Bild ist 50x50 Pixel groß. Und dieses Bild, dieses Logo soll nun in das Video gezaubert werden. Ich öffne ein Terminal und wechsle ins Verzeichnis Videos, CD Leerzeichen Videos, Enter und gebe ein FFmpeg Leerzeichen minus i Leerzeichen a.ogv. Das ist die Input-Videodatei. Dann Leerzeichen minus vf. Hier kommt jetzt der Videofilter, Leerzeichen und zwei Anführungszeichen. Movie ist gleich logo.png. Die Bilddatei, Leerzeichen in eckigen Klammern. Logo, Semikolon. So wird die Bilddatei bzw. das Logo definiert. Dann Leerzeichen, dann in eckigen Klammern in für Input, in eckigen Klammern Logo für die Bilddatei bzw. das Logo. Dann Leerzeichen und dann kommt der eigentliche Videofilter. Durch Overlay ist gleich X Doppelpunkt Y kann man die Stelle angeben, wo das Logo dann erscheinen soll. Zum Beispiel Overlay ist gleich 10 Doppelpunkt 10. So wird das Logo oben links in der Ecke angezeigt, dann Leerzeichen, dann in eckigen Klammern Out für Output, dann zwei Anführungszeichen, dann ein Leerzeichen und dann kommt die Ergebnis-Videodatei bzw. Output-Videodatei, hier benannt mit dem Namen b.webm, also im Videoformat WebM. Dann Enter. So wird der Befehl ausgeführt mit dem Tool FFmpeg und dem Videofilter Overlay. Okay. Und hier habe ich dann auch schon das Ergebnis. Das Logo ist oben links in der Ecke. Die Input-Videodatei. Okay. Einige hilfreiche Variablen, die eingesetzt werden können, sind zum Beispiel main-w bzw. groß w für die Breite des Videos, main-h bzw. groß h für die Höhe des Videos, overlay-w klein w für die Breite des Logos und overlay-h klein h für die Höhe des Logos, also für die Bilddatei. Ein zweites Beispiel. FFmpeg Leerzeichen minus i Leerzeichen a.ogv. Für die Input-Videodatei hier ändert sich eigentlich nichts. Leerzeichen minus vf. Leerzeichen in Anführungszeichen Movie ist gleich logo.png. Leerzeichen in eckigen Klammern Logo, Semikolon. Hier ändert sich auch nichts. Es ändert sich eigentlich nur die Stelle. Also statt 10 Doppelpunkt 10 kommt jetzt hinter Overlay ist gleich main-w für die Breite des Videos, das wäre dann 1280, dann minus Overlay-w für die Breite des Logos, das sind 50 Pixel und dann minus 10. Okay. Output-Videodatei habe ich umbenannt in b2.webm. Und schon ist das Logo oben rechts in der Ecke. Okay, ciao. Und viel Glück.